Kurze Info, bevor es mit den JP-News losgeht, nämlich für Global haben wir heute einen Death-Download bekommen, dementsprechend wurden Ella Trunks zu Mai, aber auch die Dragon Ball Super Broly Charaktere hinzugefügt, die Free-to-Play Charaktere, diese erscheinen für die globale Version am 1. Februar um 7:30 Uhr unserer Zeit, heißt dort wird das Free-to-Play Story Event zu den Dragon Ball Super Charakteren kommen und auch Ella Trunks zu Mai und ich schätze dann, hoffentlich so spätestens Mitte Februar kommen dann die Banner für Global Online, aber rüber zu den JP-News zum 4-jährigen Jubiläum. Was geht ab, Mono Z-Fighter Osaria, und das 4-jährige Jubiläum hat nun angefangen auf der japanischen Version, die Celebration dazu. Dementsprechend werden wir uns gleich alle Informationen und Details dazu ansehen, damit ihr auf jeden Fall gedeckt seid und wisst, was es zu tun gibt. Vor allem wegen den ganzen Missionen, Events und so weiter und so fort, die reinkamen. Natürlich dreht sich das 4-jährige Jubiläum, wurde gestern bestätigt, um die neuen LR Dokkan-exklusiven Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta. Wir haben bis dato noch keine Informationen zu ihnen, sollte aber die Tage folgen. Wann sie online kommen werden, gucken wir uns eben gleich an. Aber ihr seht es auch schon, wenn ihr euch zum allerersten Mal einloggt im 4-jährigen Jubiläum, bekommt ihr 44 Stones, einmal den Red Dragon Stone und einmal, beziehungsweise fünfmal den Super Saiyan 4 Goku an der Stelle. Am besten nutzt ihr die 4 Stück für seine Dupe-Pfade, aber über die Mission bekommen wir dann noch 9 weitere, um ihn quasi auf SC10 zu bringen, falls ihr mögt, sage ich mal. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und gucken uns alle Informationen und Details zu dem 4-jährigen Jubiläum an. Da ist nämlich sehr, sehr viel los. Apropos, das 4-jährige Jubiläum ist ja ab heute online und geht unserer Zeit bis zum 4. März. Was habe ich aufgeschrieben? 19.59 Uhr unserer Zeit sollte das der Fall sein, Freunde. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal hier an der Stelle an. Und zwar haben wir hier zum allerersten Mal, wenn ihr euch einloggt, einen Trailer. Ja, wenn ihr euch einloggt, dann seht ihr quasi einen neuen Trailer mit dem roten Shenlong, sage ich mal. Nummer 2 an der Stelle haben wir hier den Login-Boni. Login-Boni ist online, geht bis zum 4. März ebenso. Dann auf der anderen Seite haben wir die Special-Missions. Die gucken wir uns gleich an. Einmal die Daily-Missions, einmal die Special-Missions. Die sind auch bis zum 5. März live. Wir haben das neue Ticket-Banner, Freunde. Wir bekommen Tickets jeden Tag, wir bekommen die Mission-Tickets, gucken wir uns gleich an, wie, wo, was wir dieses Ganze bekommen. Und zwar könnt ihr an der Stelle auch LR sammeln, denn alle nicht featured LR sind in diesem Banner, natürlich dann im Endeffekt nicht featured, heißt alle LR außer LR Vegito und LR Gogeta sind in diesem Banner, es sind Free-to-Play-Tickets, loggt euch am besten jeden Tag ein, macht die Mission, die wir uns gleich ansehen werden, damit ihr das Ganze bekommt. Nummer 5 ist Giru Raid, wir haben einen Raid am Start, da müssen wir gewisse Sachen machen, gucken wir uns gleich im Detail an, das geht bis zum 4. Februar an der Stelle, auch bis 15.59 Uhr unserer Zeit. Auf der anderen Seite haben wir dann hier Nummer 6, Barbershop. Neue Sachen im Barbershop über die 4 Jahresmünzen. Wir bekommen auch 4 Jahresmünzen über die ganze Celebration, sage ich mal. Und da können wir dann uns im Barbershop etwas kaufen. Guckt da am besten mal rein, was ihr euch holen könnt. Da sind auch die älteren Anniversary-Charaktere drin, wie der dreifache Goku zum Beispiel. Gucken wir uns gleich an. Nummer 7, Red Dragon Stone, gucken wir uns auch gleich an. Ist live, geht bis zum 12. März, was habe ich mir aufgeschrieben? 8.59 Uhr unserer Zeit, Freunde. Den Red Dragon Stone einen bekommt ihr, wenn ihr euch einloggt. Und bis zum 12. März könnt ihr euch ihn einlösen. Guckt euch am besten die Charaktere an, was zu holen gibt. Surf Gogeta auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, wurde hinzugefügt auf JP jetzt, sage ich mal. Lila Stone, den muss man sich kaufen über den Dragon Stone Sale. Aber der geht auch bis zum 12. März, 8.59 Uhr unserer Zeit. Dragon Stone Sale ist ein bisschen interessant, denn zum einen geht dieser Sale bis zum 19. Februar nur, sage ich mal. Heißt, das könnte so mehr oder weniger Zeitraum sein, dass Part 2 startet. Jedoch gilt das für jeden Sale außer dem Lila Stone, der Sale oder die Sales mit dem Lila Stone, die für 100 Dragon Stones, wenn ihr das holt, bekommt ihr den Lila Stone dazu. Dieser geht bis zum 3. März, 8.59 Uhr unsere Zeit. Die anderen, wie gesagt, aber bis zum 19. Februar. Da bin ich gespannt, an was zu Part 2 kommt, auf jeden Fall. Genau, das Extreme Z-Battle von EZA Kid Goku Jr., dem Free-to-Play Goku Jr., kommt am, wir haben noch keine genaue Uhrzeit, hier steht dran, 30. Januar, heißt, das könnte für uns vielleicht auch der 29. sein, vielleicht im Laufe des Tages, vielleicht aber auch erst morgen. Und genau, wenn das Ganze live kommt, gucken wir uns das ebenso noch an. Sage ich mal, das Giro-Event, Free-to-Play Giro-Event ist live und geht bis zum 5. März, 8.59 Uhr unsere Zeit. Das gucken wir uns gleich auch näher im Detail an, was es da zu wissen gibt. Wundert euch nicht, warum ich immer zur Seite sehe, da habe ich die deutschen Uhrzeiten aufgeschrieben auf meiner Whiteboard, sage ich mal. Wir haben ein neues Daily-Event von Hercule, das gucken wir uns auch gleich an. Ihr macht es am besten jeden Tag, ist auch bis zum 5. März live, 8.59 Uhr unsere Zeit. Und dann sind wir auf jeden Fall da gut gedeckt. LRB-Pan-Stage wurde hinzugefügt, gucken wir uns auch gleich an, wie, wo ihr LRB-Pan holt. Das ist nämlich eine Daily Stage, die wurde zusätzlich hinzugefügt, geht bis zum 15. Februar an der Stelle, 8.59 Uhr unserer Zeit. Und das muss man oder sollte auf jeden Fall daily machen, gucken wir uns gleich an. Battlefield kommt live am 29.01. und zwar
um 9 Uhr morgens unserer Zeit, geht bis zum 15. Februar, 8.59 Uhr unserer Zeit, bei Elfie Season 11. Boss Rush ist live, werden wir heute auch noch machen. Boss Rush, das gibt es dann im Video dazu separat, sage ich mal. Ist live, Boss Rush Nummer 7, gegen die Gegner kämpft ihr. Wenn ihr das einmalig schafft, bekommt ihr 35 Jankstones. Und dann sind quasi die ganzen Events hier live, die Story Events, die ganzen GT Story Events, die sind live bis zum 5.3. 8.59 Uhr unserer Zeit. Und dann das Wichtigste quasi hier von der Celebration: ein Dual Dokkan Festival, zwei verschiedene Charaktere, LR Super Saiyan 4 Goku und LR Super Saiyan 4 Vegeta. Wir wissen, na klar, Goku wird auf jeden Fall der Leader der Goku Family oder Gokus Lineage, Vegeta bei der Vegeta Family. Ob sie Dual Kartrü Leader sein werden, ich gehe davon aus, ich hoffe es. Wir wissen aber zu den Karten selbst noch nichts. Man kommt in das Banner online und auch die Dokkan-Events, wie gesagt, hier steht dran 31. Januar, und wenn wir das quasi auf die deutsche Uhrzeit konvertieren, dann ist es im Zeitraum von Mittwoch 30. Januar bei uns 16 Uhr bis 31. Januar 16 Uhr Donnerstag. In dem Zeitraum könnte das passieren. Das ist nämlich dann der Zeitraum, in dem in Japan der 31. Januar ist. Laut Team Dokkaner sollte das am Mittwoch erscheinen, 16 Uhr. Wie gesagt, ich kalkuliere den Zeitraum ein, den ich da genannt habe. Heißt, in der nächsten Zeit werden sie auf jeden Fall erscheinen, Freunde, und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was die Boys drauf haben werden. Genau, Nummer 22, Elder Kaisam kommt ebenso zu derselben Zeit live wie die Banner. Wir haben hier dann eine Social Media Campaign, SNS Campaign auf Twitter. Dort beginnt nämlich ab dem 2. Februar eine Social Media Campaign. Wenn wir da gewisse Sachen machen, retweeten etc., bekommen wir auch Stones und Preise. Und außerhalb davon kommen die Typenbanner wieder live. Die wechseln sich alle ab. Angefangen, wenn ich das ganz kurz ablesen darf, beginnt es mit den AGL-Charakteren am 5.2. 7 Uhr morgens unserer Zeit, beziehungsweise mit dem AGL-Banner. Da sind natürlich dann auch die AGL-Charaktere nicht featured natürlich. Die das Tech-Banner kommt dann am 9.2. 7 Uhr morgens, Strength kommt am 13.2. 7 Uhr morgens, physisch am 17.2. 7 Uhr morgens und End am 21.2. 7 Uhr morgens und geht dann bis zum 25.2. 6.59 Uhr. Am Wochenende beginnt ab dem 8. Februar kommen quasi über dieses Wochenende vom 8. Februar bis zum 11. Wochenendmission. Dort kommen sie bis zu 21 Stonezone. Ist ganz easy. Man muss da sowas bis jetzt immer bis zu 5 Stages clearen. Und dann bekommt man da eben die ganzen Sachen, die da sind. Sleeping Kaiser und bis zu 21 Stones, wie es hier dran steht. Über das Wochenende. Super Battle ist ab heute Daily Live bis zum 5. Februar, 8.59 Uhr unsere Zeit. Und die Dupe System Stages, also die Orb Stages, sind am Wochenende, beginnt ab dem 1. Februar alle live. Jedes Wochenende könnt ihr dann machen, also nur am Wochenende dann, beziehungsweise zusätzlich am Wochenende. Unter der Woche sind sie live, aber da sind quasi alle am Wochenende live. Und die anderen Sachen haben wir alle schon live gehabt, haben wir schon besprochen hier. Das Story mit Goku Jr., alle Extreme Battles sind live, alle Dokkanels sind live, 3 Minuten Seminar Refresh. Ja, eine Social Media Kampagne, die es auch schon gab. Und dann Barbershop Points, beziehungsweise Barbershop-Rabatte und vierfach Experience, noch alles live bis zum 5., also bis Ende, 5. März, bis Ende der Celebration. Genau, so viel zu dem, was uns erwartet, so viel zu dem Ablauf. Gucken wir uns jetzt mal die Informationen an zu den Events und Special Missions, Freunde. Ich werde den Link für die Special Missions in die Beschreibung setzen. Guckt auf jeden Fall rein, dort sind die Übersetzungen. Dort in den Übersetzungen steht zwar nicht dran, was ihr bekommt für das, was ihr macht, aber das kann man auf jeden Fall ableiten. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal hier an. Nämlich, wir haben hier im oberen Bereich erstmal die Daily Missions. Wenn ihr 15 Stamina verbraucht, bekommt ihr eine 4-Jahres-Münze. Wenn ihr einmal das neue Event von Mr. Satan macht, bekommt ihr ein Ticket pro Tag aus den Daily Missionen. Das gucken wir uns gleich an, wo das Event ist. Dann, wenn ihr 2 Stages kriegt, bekommt ihr ein Sleeping Kai. Wenn ihr ein Training Feld benutzt, bekommt ihr eine Training Location. Wenn ihr 44 Stamina am Wochenende verbraucht, am Samstag bekommt ihr einmal Shin-Medaille, am Sonntag 44 Stamina bekommt ihr einmal Kaioshin-Medaille. Und wenn ihr alle Daily Missions am Tag macht, sind das 1 Stone Plus und 1 Ticket Plus. Also macht auf jeden Fall die Dailies, Freunde. Macht auf jeden Fall die Dailies. Dann die permanenten Missionen, Freunde, von oben nach unten mal runtergerattet. Nämlich, was bekommt ihr, wenn ihr folgendes macht? Super Saiyan 4 Goku und 4444 Friend Points bekommt ihr, wenn ihr einmal Super Saiyan 4 Goku benutzt, mit ihm reingeht in das Stage. Und hier bekommt ihr dann quasi auch bis zu 9 weitere, um ihn auf SC10 zu bringen, wenn ihr mögt. Die Dupes bekommt ihr aus dem Login-Boni. Dann, wenn ihr ein Story-Event einmal klärt, bekommt ihr Medaille. Wenn ihr Story-Events bis zu 15 Mal klärt, bekommt ihr das alles, was hier gelistet ist. Unter anderem 4 Coins, 2 Dragonstones. Wenn ihr dann einmal ein Dokkan-Event klärt, bis zu 10 Mal bekommt ihr das, was hier gelistet ist. Unter anderem einem Super Saiyan 4 Goku.
Sengoku Zeit Dragon Stones. Wenn ihr ein Extreme Z Battle einmal, dreimal, fünfmal schafft, bekommt ihr die ganzen Sachen, die gelistet sind. Darunter eine Goldstatue, einmal Super Saiyan 4 Goku, 3 Elder Kai. Wenn ihr einen Charakter Dokken Awake, zweimal Dokken Awake Charaktere, bekommt ihr Super Saiyan 4 Goku, darunter auch Herkules Statuen. Wenn ihr 2-4 Dupe Pfade öffnet, sag ich mal, dann bekommt ihr bis zu 3 Reverse Medaillen, einmal Super Saiyan 4 Goku. Und wenn ihr bis zu 200 Hidden Potential Notes aktiviert, bekommt ihr die Orbs, die hier gelistet sind, Freunde. Außerhalb davon, wenn ihr dann quasi einen Charakter, dessen SA auf Level 5 bringt, auf Level 10, bekommt ihr bis zu 7 4 Coins Medaillen, einen Super Saiyan 4 Goku. Und wenn ihr im Endeffekt bis zu 1000 Stamina verbraucht, sind das hier bis zu 11 Dragon Stones, einmal Super Saiyan 4 Goku. Und wenn ihr dann komplett alle permanenten Missionen von der Celebration Part 1 steht ihr dran, Part 1 4 Jahres Celebration schafft, dann bekommt ihr 10 Dragon Stones zusätzlich dazu und einen weiteren Super Saiyan 4 Goku. Genau, dann gucken wir uns mal hier an der Stelle das Login Boni an. Wie gesagt, jeden Tag 4 Dragon Stones, einmal Coins, beziehungsweise 4 Coins sogar, daily 4 Coins, krass. Ein Ticket aus dem Login Boni, aus der Mission bekommt dann auch weitere. Heißt auf jeden Fall, macht die Dailies, loggt euch ein. Login Boni geht vorerst bis zum 13. Februar, heißt dann rechnet man mit Part 2, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was da abgehen wird. Und genau, so viel eigentlich dazu. Einmal gelogen haben wir uns angesehen, was wir bekommen. Barbershop Points, beziehungsweise die Coins, Barbershop Coins könnt ihr im Barbershop ausgeben. Was gibt es zu holen? Unter anderem auch, könnt ihr gerne mal am besten abchecken, die letzten Jubiläum-Charaktere, wie der dreifache Goku etc., könnt ihr euch gegen die 4-Jahres-Coins eintauschen. Und zwar sind die Coins hier gelistet. Es gibt Grand Kai Zonen und so und so fort. Schaut ihr am besten mal rein an der Stelle. Wie gesagt, dreifache Goku etc., vom 3-jährigen Zeigen, 1-jährigen Jubiläum und so und so fort. Könnt ihr euch gerne mal einen Blick drauf werfen. By the way, bekommt ihr natürlich auch euren Charakter mit den Red Dragon Stone hier. Folgende Charaktere sind gelistet, die ihr euch holen könnt. Ja, natürlich Gogeta kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So, wenn ihr kein Gogeta habt, wenn ihr ihn nutzen könnt. Andere Charaktere sind auf jeden Fall auch sehr gut, sage ich mal. Wissen wir, Janemba etc., Beerus haben wir alle gut angeschaut. Aber unser Boy Gogeta wurde quasi als letztes hinzugefügt, sage ich mal, auf der japanischen Version. Dann, wenn wir uns das Ganze mal weiter betrachten, was gibt es noch zu wissen? Lila Stone müsst ihr euch kaufen, das sind die Charaktere, die ihr euch dann holen könnt. Ob ihr es holen wollt oder nicht, müsst ihr wissen, ist quasi käuflich. Boss Rush 7 ist live, wie gesagt, Freunde, das sind die Stages, die gelistet sind. Wenn ihr es schafft, bekommt ihr einmalig 35 Dragon Stones aus den Missionen. Man kämpft gegen Ele, Vegito, Uigoku, Thales, Jiren und Evo Vegeta. Passt bei Uigoku und Jiren auf. Das sind sehr starke Events. Vor allem bei Uigoku wissen wir, die Stage mit der Genki Dama tut er euch One-Shotten mit einer Super Attack, wenn er euch trifft. Und dementsprechend nimmt auf jeden Fall Items mit, zum Beispiel Ghost Usher. Battlefield Season 11 haben wir uns auch angesehen. Geht auch live, beziehungsweise ist schon live, wenn ich das Ganze hier aufnehme. 9 Uhr morgens das Ganze live gekommen. Kam irgendwas Neues hinzu, ich denke aber nicht. Ja, reguläre Battlefield Season, könnt ihr euch gerne mal abchecken, was es da zu holen gibt. Dann, wenn wir weitermachen im Kontext, genau, B-Pan Event. Das B-Pan Event gucken wir uns mal an der Stelle am besten an. Nämlich, es wurde eine neue Stage, ein neues Event, sag ich mal, hinzugefügt. Dieses ist bis zum 15. wie gesagt live und das könnt ihr täglich einmal machen. Am besten macht ihr das. Das ist das B-Pan Event, was wir bis jetzt hatten, wissen wir. Das können wir einmal in der Woche machen, die Stages jeweils. Und von dort, wenn wir die Mission machen, können wir quasi hier uns an der Stelle im Moment, ja, die ganzen Rewards, ja, wenn wir das bis zu 40 Mal schaffen, etc., gibt es die ganzen Sachen. Das sind aber die alten Sachen, ja. Das ist nur mal, dass ihr den Vergleich habt, weil die Stage ist nicht hier in diesem Event, denn es ist ein neues Event und das Event ist hier ganz oben. Ihr seht, ich habe das schon gemacht. Ihr könnt das einmalig pro Tag machen. Macht das bitte einmalig pro Tag. Warum? Denn die Medaillen für LRB-Pan bekommt ihr aus diesem Event. Wenn ihr das Event bis zu 15 Mal schafft, bekommt ihr die Medaillen, um LRB-Pan zu awaken. 15 Medaillen braucht ihr und ihr bekommt auch bis zu 3 B-Pans an der Stelle. Also, das ist bis zum 15. Februar live, Freunde. Und bis zum 15. Februar, so wie ich das richtig verstanden habe, bekommt ihr diese Medaillen und B-Pan etc. nur aus den Missionen, aus der Stage. Droppt das nicht. Ob das nach dem 15. Februar regulär hinzugefügt wird, kann ich noch nicht sagen. Aber bis zum 15. Februar nicht vergessen, macht ihr das auf jeden Fall daily. Apropos daily, bitte macht ihr dann auch quasi das neue Event von Herkul, damit wir das auch mal abgedeckt haben. Das könnt ihr täglich einmal machen, Freunde. Wenn ihr das täglich einmal macht, dann bekommt ihr täglich quasi diesen Ticket aus den Daily Missionen. Heißt, das ist das Event, was ihr machen müsst daily. Könnt ihr einmal machen. Macht das am besten. Dann gehen wir mal rüber zu dem nächsten Event, was auch so online gekommen ist. Nämlich das von Giru Free to Play. Giru, Freunde, diese Stage ist auch live. Es ist nur eine Stage. Die Stage ist folgendermaßen: Wenn ihr da einmal drauf kommt, dann habt ihr 3 Pfade. Ganz links ist ein Pfad.
Da bekommt er die S-Orbs für Giro. Wir wissen ja, Free-to-Play Giro hat seine eigenen Orbs. In der Mitte bekommt ihr die M-Orbs, rechts die L-Orbs. Dann habt ihr die Chance, entweder einmal gegen den Bossgegner aufzutreffen. Das ist quasi die reguläre Chance. Dort könnte Giro droppen, er hat eine Drop-Rate. Oder ihr habt dann noch eine weitere Chance, ihn auf eine Oase zu treffen. Und da sind dann quasi auch Orbs, die droppen mit einer erhöhten Anzahl. Wie geht ihr aber am besten vor, beziehungsweise bevor ich euch sage, wie geht ihr am besten vor, um euch Giro zu holen? Wie viele Orbs braucht ihr für Giro? Nämlich, ich nenne einfach mal Giro. Kann sein, dass man anders ausspricht, aber auf Deutsch heißt der Giro oder so. Sorry. Ich nenne einfach mal Giro Panzerroboter. Ihr braucht 6540 S-Orbs, 3530 M-Orbs, 346 L-Orbs, um ihn komplett auf 100% zu bringen. Ich kann aktuell nicht sagen, wie man ihn dupen sollte auf 100%, weil die Free-to-Play-Charaktere, auf die kann man immer auf verschiedene Routen gehen, sage ich mal. Also, dass dann bei denen ist es unterschiedlich, auf was er maximal gehen kann. Ich sag mal so, er ist ein Supporter, vielleicht wäre es gar nicht mal bei ihm so verkehrt, auf Deutsch zu gehen. Wenn nicht, gibt ihm Crit und Additional und damit seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Jetzt zu der Sache, wie geht ihr am besten hervor, um ihn zu erfarmen? Er droppt zwar aus der Stage, Freunde, aber am besten holt ihr euch ihn aus den Missionen. Ihr könnt ihn aus den Missionen holen, komplett, damit ihn auf SE10 bekommt, Free-to-Play, und alle Dupe-Pfade öffnet. Und ihr braucht bis zu 5 Medaillen, um ihn zu awaken. Die Medaillen bekommt ihr, wenn ihr sein Event bis zu 25 Mal macht, Freunde. 5 Medaillen braucht ihr dann, um ihn zu awaken. Aber wo bekommt ihr die Dupes? Ihr seht schon, ich habe einen bekommen. Ich habe die Stage einmal gemacht, dann habe ich quasi hier einen von ihnen bekommen, einen von Giro. Jetzt ist die Sache, ihr könnt durch die Mission eine Kettenreaktion ausführen. Es ist folgende Sache, ich sag mal, ich habe die Stage einmal gemacht, ich bekomme einen aus der Mission und einer ist aus der Stage bei mir gedroppt. Dann nutze ich einen von denen, um einen Dupe-Pfad zu öffnen von dem Giro. Warum? Denn wenn ich einen Dupe-Pfad öffne, bekomme ich noch einen. Dann nehme ich den, öffne den zweiten Dupe-Pfad, bekomme ich noch einen. Den dritten Dupe-Pfad bekomme ich noch einen, vierter Dupe-Pfad bekomme ich noch einen. Und dann, wenn ihr ihn im Dupe-System voranbringt, dann bekommt ihr für jeden 10er Schritt mehr oder weniger weitere Giros, um ihn quasi auf SE10 zu bringen. Heißt, bei 10% droppt noch einer. Wenn ihr ihn im Dupes auf 10% bringt, 20% bekommt ihr noch einen, 30% bekommt noch einen und 40% noch einen. Bei 5 gibt es Reverse-Modelle, 60% bekommt ihr noch einen, 70% auch noch einen, 80% auch noch einen, 90% auch noch einen und so ein sofort, Freunde. Und bei 100 gibt es einen Elderkai und dementsprechend löst ihr aus der Mission eine Kettenreaktion aus. Heißt, am besten holt ihr euch quasi erstmal, macht einmal die Sage, aus der Mission bekommt ihr einen und dann je nachdem, ob ihr dann einen weiteren aus der Sage gejobbt habt, nutzt ihn, öffnet seinen Dupe, löst die Kettenreaktion auf, bringt ihn auf 100% und dadurch bekommt ihr dann alle Giros, die es zu holen gibt, sag ich mal. Apropos Giro, und zwar hat unser Boy noch einen Raid, dieser geht bis zum 4. Februar. In dem müssen quasi alle JP-Spieler gewisse Herausforderungen bewältigen. Wenn sie das schaffen, bekommen wir oder sammeln wir quasi die Blackstar Dragon Ball ein. Ist aber nur visuell, dient als Checkpoint. Ist ähnlich wie zu der 250 Millionen Dollar Celebration mit Jiren, falls ihr euch erinnert. Dort konnten wir die Super Dragons einsammeln und dann Superstellungen beschwören. Ja, wir haben dann quasi nur Preise bekommen. Wir konnten ihn nicht wirklich so gameplay-technisch beschwören. Wird ähnlich hier sein mit den Blackstar Dragon Balls. Ihr seht, bei den gewissen Sets bekommen wir gute einige Sachen. Wenn wir dann alles schaffen, alle Dragon Balls eingesammelt haben, bin ich mir sicher, bekommen wir hoffentlich zusätzlich noch was dazu. Was sind aber die Herausforderungen? Ich blende sie euch mal ganz kurz ein. Wir müssen im Endeffekt den Boy Giro rekrutieren zu der Zahl, die da angezeigt ist. Zum Beispiel müssen wir für den ersten Dragon Ball 4.440.000 Mal unser Boy Giro rekrutieren. Wir müssen ihn auf 100% bringen, trainieren, die Anniversary-Mission schaffen, Stages clearen, Stamina verbrauchen und Gegner besiegen. Im Endeffekt, damit wir das ganzen Blackstar Dragon Balls einsammeln. So, Freunde, und am Ende wurde noch etwas hinzugefügt, nämlich eine Information wegen den Gacha-Coins. Sie wurden implementiert, sind aber noch nicht im Spiel, beziehungsweise bekommt man sie noch nicht. Aber was sagt uns die Information für 5? Oder mit 5 Dragonstones, sag ich mal, mit dem man summon, bekommt man ein Gacha-Coin. Also je 5 Dragonstones, die für das Summon rausgehen, bekommt man ein Gacha-Coin bei gewissen Bannern, speziellen Bannern. Ich kann mir vorstellen, dass es eingefügt wird mit den Bannern von vielfachen Goku und Vegeta. Jedenfalls mit diesen Gacha-Coins, die man dann für das Summon bekommt, kann man Charaktere einlösen auf dem Barbershop. Heißt, ihr könnt euch Charaktere aus dem Barbershop holen. Wir wissen noch nicht, welche Charaktere es sind. Es ist nämlich auch nicht online, aber wir haben auf jeden Fall Informationen zu den Gacha-Coins, dass man sie quasi für Summon bekommt und eintauschen kann gegen Charaktere. Genau, Freunde, und so viel zu den ganzen Informationen und Details zu dem 4-jährigen Jubiläum. War vielleicht ein bisschen viel. Ich hoffe, ich konnte euch alles dennoch informativ, ja, zur Schau stellen, sage ich mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be